Und jetzt eine neue Folge Shoshos Gaming TV. So, moin moin Freunde, willkommen hier wieder zu Let's Play Far Cry 5. Wir sind hier wieder im wunderschönen Hope County. Wir haben John ein bisschen die Eier gestutzt. Der ist jetzt weg vom Fenster. Haben hier allerdings noch die ein oder andere Story-Mission von Zed Kupka heißt er, glaube ich. Wir sprechen den mal ganz kurz an. Oh, ich merke gerade, ich habe keinen Ton. Das macht aber gar nichts, man kann ja lesen. Zed Kupka, Alter. Vernichtung der Stakes. Das ist wohl nicht der. Du hast gar kein Auto. Keule, laufen wir jetzt Fuß. Ich hoffe nicht. Ich mach mal ganz kurz den Ton wieder an. Wollen wir mal gucken jetzt hier, dass wir hier mal einsteigen. Vorsicht, wenn die Peggys uns aufhalten. Oder auch nicht. Jess, hast du schon mal darüber nachgedacht, zur Armee zu gehen? Zur Armee? Nö. Ich lass mich nicht gern rumkommandieren. Wir steigen ein. Auf die Straße, ich mach den Rest. Ja, die Sniper Braut bleibt da. Auch nicht schlecht. Wir machen die eine Story-Mission hier noch fertig und dann gehen wir rüber zu Faith. Da müssen wir auch noch einiges machen. Wir meine ich du. Ich habe eine Verbindung zu diesen Tieren. Ich bring's nicht übers Herz, sie zu töten. Ganz recht, Deputy. Ich spreche von Euthanasie. Anders geht es nicht. Pass auf, dass du alle erwischst. Jetzt sind beide weg, okay. Deputy. Oh, süße kleine Engel. Es ist besser so. So. Zack. Guck mal, ich habe einen Sniper. So, meine
Muschis machen hier alles platt. Da kommt ein bisschen Spaß auf uns zu, Leute! Oh, süße Katie, du warst einmalig! Geile Idee! Hast du alle erwischt? Nö, ich seh noch welche! Oh! Hey, beweg dich nicht. Das war wohl nichts, ihr Hirnis. Mach das viel lieber Platz, bevor es noch jemand macht. Du musst die anderen auch erledigen! Roger! Ich gebe nur Befehle. So macht man das, Herr. Ich weiß nicht, was du damit erreichen willst. Okay, das Schweinchen ist tot. Deine Eier baumeln über einer Rasierklinge, Freundchen. So, das war's. Vermisst dir den Bauch zu kraulen, Kumpel! Er legt den Sprengstoff. Wir laden kurz nach. Und decken ihn. Bei unseren Zielfähigkeiten ist das natürlich auch ein bisschen ganz einfach. Afghanistan. Ich werde hier alles vermieden. Ihre Verstärkung wird in das Feuer Gottes laufen. Jeder Dämon, der sich hierher wagt, wird in die Luft gejagt. Das sollte reichen. Aha. Okay, wenn du da hinten bist, sehe ich dich nicht mehr. Wehrlose, unschuldige Tiere verletzen. Das können sie vergessen. Nie wieder! Sichere den Viehhof. Die werden dann wahrscheinlich von da hinten kommen. Achtung, Achtung, Achtung. Das war's. So. Das war die Vernichtung der Steaks. Das gab natürlich auch einen Bonus, Sprengmeistervorteil. Bei dem geht's gleich weiter. Man kann die Regierung nicht ohne Kollateralschäden ins Wanken bringen. Die armen Tiere hier haben den höchsten Preis für unsere Freiheit entrichtet. Sie sind Helden und Patrioten. Wir werden ihre Opfer ehren. Denn die Geschichte lehrt uns, dass jeder große Triumph mit einer Tragödie beginnt. Das stimmt. Es wird Zeit, mal etwas tiefer zu graben. Du fragst dich sicher wo. In der alten Goldmine. Daher kriegt die Regierung das Geld für diese ganze Operation. Ja, du hast gedacht, sie wäre geschlossen. Weil die Regierung das gesagt hat. Wer zum Teufel traut denn der Regierung? Ich sag's dir, das ist alles verbunden. Die sitzen da auf dem Zehnfachen von Fort Knox. Wir werden dieses ganze globalisierte Reich ins Wanken bringen und Amerika dem Volk zurückgeben. Diese Dämonen sprechen doch immer von einem Kollaps. Geben wir ihnen einen. Nimm diese Thermitladungen. Das ist dasselbe Zeug, das Tower 7 zum Einsturz gebracht hat. Kleb sie an alles Gold, das du findest. Die Lügner müssen weg. Ab in den Dreck, Baby. Wuhu! Was denn? Wartest du auf mich? Teufel, ich gehe in Ruhestand. Du hast doch alles gesehen. Die Scheiße wird mir zu viel. Ha! Alter. So langsam glaube ich, Alter, die Rebellen sind ein bisschen psychopathischer als die Sekte selber, ey. Kranker Scheiß. Ich bin beflügelt vom Freiheit der Menschheit. Loppu. Schicht um Schicht. Wir wollen dahin, wir wollen dahin, wir wollen dahin. Das ist da hinten. Das ist da hinten. Wir werden uns erstmal dem Safe hier widmen. Zur Armee?
Ein Safe. Jess, hast du schon mal darüber nachgedacht? Oh fuck. Das war ein bisschen zu früh. Erste Hilfe. Blabla, blabla, Tonbandaufnahme, blabla. Okay. Ein bisschen Munition. Wir gehen uns erstmal Munition besorgen. Erstmal Munition besorgen. Kostet nicht viel, dann ein bisschen Erste Hilfe und ein bisschen Körperpanzer. Ich bin überrascht, dass man aus Scheiße eine Widerstandsbewegung. Und dann wieder zurück. Why, wollen wir da mit dem Hubschrauber einfliegen? Nein. Das machen wir nicht. Da lang müssen wir. 500 Meter knapp. Das geht ganz fix. Oder auch nicht. Hallo, lass mich raus. Aha. Okay. Sprengstoff an 4 Goldkisten. Ein Base Jump. Wir machen das mal ganz gewieft und platzieren uns erstmal. Hier sind Wölfe. Zwei. Das war einer. Das war der andere. Das war einer. Das war der vierte. Ganz gewieft.
Das war... Nummer 6. Stellungswechsel, warum? Oh, nachladen! Ja, das gefällt mir schon besser. Okay. Weiter. Wir legen die Sprengstofffalle, da hinten ist noch einer. Aber erst nach einem kurzen Cut. Bis gleich.